So, hallo und herzlich willkommen im Wald. Eben hat mich noch eine Frage erreicht und die möchte ich gern sofort beantworten, weil da muss ich nichts zu recherchieren. Das kann ich so aus dem Stegreif und da habe ich gerade Lust zu. Und da ich sowieso spazieren gehe, habe ich gedacht, kann ich das beides ja ein wenig kombinieren. So, da ich jetzt am Quatschen bin, muss ich nur mein Lauftempo auf eine angemessene Geschwindigkeit reduzieren, damit ich dann nicht allzu sehr am Keuchen bin. Frage ist, woran stirbt ein alter Baum? Wie altert ein Baum? Warum ist ein Baum nicht unsterblich? Das wäre jetzt so anders formuliert die Frage, ne? Bei uns oder bei Tieren geht dann ja meistens irgendein lebenswichtiges Organ hops, zum Beispiel so ein Herz, und dann ist Schluss. Eine Pflanze hat jetzt in dem Sinne zumindest keine Organe, wie wir uns die vorstellen. Hat sie schon. Die nennen sich Wurzel, Sprossachse und Blätter. Und im Fall von Bäumen ist die Sprossachse ein Stamm. Ne? Bei Holzpflanzen generell. Aber man kann schon sagen, eins dieser Organe versagt dann im Alter irgendwann. Und damit geht die Pflanze zugrunde. Es ist aber halt ein bisschen anders als bei uns. Und wenn ich es schon vorab verraten möchte, und das möchte ich, kann man sagen, Bäume wachsen sich irgendwann tot. Die müssen ihr Leben lang wachsen. Wenn sie nicht mehr wachsen können, dann sterben sie. So. Und das ist halt im Prinzip, wenn er nicht gefällt wird, wenn keine Insekten schuld sind, wenn keine größeren Tiere schuld sind, wenn ihn der Sturm nicht umschmeißt, wenn nichts dergleichen passiert, er auch nicht vom Blitz getroffen wird und es keinen Waldbrand gibt, dann bringt ihn am Ende irgendwann nach vielen, vielen, vielen Jahren sein eigenes Wachstum sozusagen ums Eck. Also Unsterblichkeit gibt es auch bei Bäumen nicht. Wobei, da kommt es drauf an, da müssen wir uns wirklich mal Gedanken machen, wo wir vom Tod eines Baumes eigentlich sprechen wollen. Weil Pflanzen ja sehr wohl die Möglichkeit haben, und das auch regelmäßig tun, sich selbst zu klonen. Und je nachdem ist ein Klon aus gewisser Sicht nochmal dieselbe Pflanze. Es gibt da ja diesen ältesten Baum mit ganz großen Anführungszeichen der Welt, der ein ganzer Wald ist, der nur aus Klonen der Ursprungspflanze besteht. Und wenn da einzelne Stämme abgesägt werden, macht das dem Kollektiv überhaupt nichts. Und die hängen auch alle zusammen mit Wurzelverwachsungen. Das ist also ein riesiges Kollektiv. Und jetzt kann man sich streiten, sind das noch einzelne Individuen? Oder ist die Pflanze alle Bäume zusammen, weil sie genetisch alle identisch sind und alle miteinander in Verbindung stehen. Es ist aber trotzdem so, und deswegen mag ich eigentlich von Individuen ausgehen, dass die jeweils die einzelnen Stängel, in Anführungszeichen, einen eigenen Stoffwechsel haben, der sich auch von den anderen unterscheiden kann. Und nicht in jedem Stamm muss zwingend immer das Gleiche passieren. Und deswegen möchte ich da schon ein bisschen Unterschiede machen. Ich meine, wir sehen es ja bei uns, bei Zwillingen. Rein genetisch sind die auch erstmal zumindest fast identisch und entwickeln sich im Laufe ihres Lebens doch zum Teil sehr verschiedenen Individuen. Also das möchte ich auch bei Pflanzen einfach mal so annehmen. Aber da kann man sich streiten. So. Und jetzt machen wir uns erstmal Gedanken, wenn ich sage, ein Baum wächst sich irgendwann tot. Dann müssen wir nochmal einen kleinen Exkurs machen und uns fragen, ja, wie wächst denn ein Baum überhaupt? Das habe ich zwar schon mal erzählt, aber da noch nie jemand genörgelt hat, wenn ich irgendwas wiederholt habe, da ich so viel erzähle, dass das keiner mehr weiß, kann ich das ja auch jetzt machen. Also, Kurzeinführung ins Pflanzenwachstum. Ich wollte das irgendwann mal sehr ausführlich machen. Mache ich auch noch irgendwann mal. Oh, ich muss noch alt werden, damit ich alles durchkriege, was ich erzählen möchte. Egal. Jedenfalls gibt es zwei Wachstumsrichtungen bei Pflanzen. Ne? Einmal entlang des Apikalmeristems
und das sekundäre Dickenwachstum. So, jede höhere Pflanze, also alles, was eine Blüte hat, Gräser, Blumen, sämtliche Holzpflanzen, die haben alle gemeinsam, dass sie zunächst mal ein Höhenwachstum bzw. ein Triebwachstum mit einem sogenannten Apikalmeristem haben bzw. mit Meristemen. So, und was ist ein Meristem? Das ist eine Knospe. Hat man schon mal gesehen, wenn man sich im Winter ein Zweigende von irgendeinem Baum anguckt, dann hängt da eine Knospe dran. So, und da drin steckt eben dieses Meristem. Das sind, um es auf den Menschen zu übertragen, in dieser Knospe, also erstmal der Ansatz für Blätter, aber auch embryonale Stammzellen. So, und die sind in der Lage, sich nach vorne zu strecken. Sprich, nach hinten raus produzieren sie neue Zellen und damit wachsen sie selber nach vorne, schieben sich selbst nach vorne, indem sie nach hinten raus, also in Richtung Zweig, immer neue Zellen produzieren. Wir haben also ein Längenwachstum eines Zweiges. So, und beim Apikalmeristem ist das halt nicht der Zweig, der da in die Länge wächst, sondern quasi der noch sehr dünne Stamm, also die zentrale Achse nach oben beim Baum. Das ist also das Höhenwachstum. Das funktioniert eben, wie gesagt, mit diesem Apikalmeristem. Das Ding ist in der Lage, seitlich in regelmäßigen Abständen weitere Meristeme anzulegen, also Knospen entlang des Stängels, der Sprossachse oder des Stamms halt. Und diese Knospen, die können dann wiederum austreiben, die Meristeme, die da sind, und machen dann genau das gleiche wie das Apikalmeristem, nur halt eben als Ast. Also das typische Verzweigungsmuster, wenn man sich einen jungen Baum anguckt, ist halt eben der Stamm, ne? Und dann gehen da Seitenäste ab, jeweils da, wo von der Terminaltriebsknospe, dem Apikalmeristem, eben entsprechend die Seitenknospen angelegt wurden. Und immer da kommen dann die Äste raus. Und die Knospen der Espe legen wieder Seitenknospen an. Und da kommen wieder Äste raus. Und die legen wieder Seitenknospen an. Und da kommen wieder Äste raus, bis dann irgendwann Seitenknospen angelegt werden. Und da kommen keine Äste mehr raus, sondern Blätter. So. Und so funktioniert erstmal das grundsätzliche Wachstumsprinzip aller höheren Pflanzen, ne? Also alles, was eine Blüte hat. Bei Farnen ist es anders, bei Moosen ist es anders, bei Bärlappen ist es anders und bei Schachtelhalmen ist es auch nochmal anders. Und das sind, glaube ich, die wesentlichen Ausnahmen auch gewesen. So, und die Holzpflanze, also unser Baum oder Strauch, hat jetzt noch eine Besonderheit, nämlich, wenn da das Apikalmeristem hochwächst, dann hinterlässt das erstmal einen besonders dicken Stängel, und dieser Stängel besitzt, davon abgesehen, dass er aus Holz ist und damit stabiler als ein normaler Pflanzenstängel, besitzt er noch die Besonderheit, dass sich hinter der äußeren Hülle unseres Stängels eine zusätzliche Wachstumsschicht, die vom Apikalmeristem gebildet wird, befindet, und die nennt sich Cambium. So, und das ist die unter der Rinde liegende Wachstumsschicht einer Holzpflanze, Baum oder Strauch, die für das sogenannte sekundäre Dickenwachstum zuständig ist. Die kann sich nämlich ausdehnen, nach innen Holzzellen abgeben, nach außen Rindenzellen abgeben, um die Rinde immer wieder zu erneuern, die ja sonst einreißen würde, wenn der Stamm immer dicker wird. So, und dazu habe ich eben schon was gedreht, weil ich gerade einen entsprechenden Stamm gefunden habe. Und da kann ich euch das jetzt nochmal zeigen. Und das seht ihr also jetzt. So, da ich gerade praktischerweise dran vorbeikomme, hier haben wir einen umgestürzten Baum. Und da kann ich euch das einmal schnell zeigen. Das da ist Holz, ne? Ist klar. Hier außen haben wir eine Rinde. Und zwar haben wir eine innere Rinde, um bei den deutschen Begriffen zu bleiben, und eine äußere Rinde, auch Borke genannt. Je nachdem, wie man fragt, da gibt es verschiedene Begrifflichkeiten. Diese äußere Rinde, diese Borke, wird von der inneren Rinde sozusagen abgegeben. Wenn der Baum jetzt dicker wird, vergrößert sich natürlich der Durchmesser, und die Rinde muss sich ausdehnen, was sie nicht kann. Das heißt, die reißt an irgendwelchen Stellen ein. Da entstehen dann also kleine Löcher, und dann wird von der inneren Rinde nach außen eine neue Schuppe abgegeben. Und das kann man hier ganz gut erkennen, wie hier quasi gerade so eine Schuppe im
im Abgegebenwerden-Prozess ist. Hier, da sieht man es ganz gut. Ich hoffe, das könnt ihr euch vorstellen. So, und dann haben wir noch das Cambium und das kann man quasi nicht sehen. Das ist diese Schicht hier. Dieser sich farblich etwas abhebende Ring, da kann man sich vorstellen, dass da das Cambium sitzt. Das ist nur eine Zellschicht dick, das Cambium, deswegen mit bloßem Auge auf jeden Fall im Querschnitt nicht wirklich zu erkennen und schon gar nicht auf der Kamera. Aber hier zwischen Holz und Rinde, da dazwischen sitzt das. Und wie gesagt, nur eine einzige Zellschicht, sehr, 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 sehr dünn. Nach innen gibt es Holzzellen ab, drückt sich damit quasi selber nach außen. Der Durchmesser nimmt zu, die Rinde reißt ein und deswegen gibt es halt diese innere Rinde ebenfalls nach außen ab. Also nach außen wird Rinde abgegeben, nach innen wird Holz abgegeben und nach außen eben neue Rindenschuppen von der inneren Rinde. Und damit kann das Cambium dann immer schön weiter wachsen und der Baum kann immer dicker werden, nach außen hin die Rinde immer erneuern, nach innen immer mehr Holz aufbauen. So. Und damit wäre das auch geklärt, hoffe ich. Beide Wachstumsprozesse finden simultan statt, also nach oben bzw. an den Triebenden wächst jeweils irgendeine Knospe vor sich hin, produziert halt noch mehr Zweig, noch mehr Stamm, sehr, sehr dünner Stamm, eben ganz oben an der Spitze in hoher Höhe bei einem alten Baum. Oder halt eben entsprechend Blätter. Ne? Bei der Wurzel haben wir ein ähnliches Problem, System, nur dass da halt keine Blätter gebildet werden. Aber auch da gibt es im Prinzip ein Apikalmeristem, das sich durch den Boden vorschiebt, indem es eben nach hinten raus immer neue Zellen abgibt und sich somit die Kalypta, die Wurzelspitze, durch den Boden bohrt. Wie so eine große Tunnelbohrmaschine aus der Schweiz. Ich bin da ja böse auf die Schweiz mit ihren fiesen Großbauprojekten, die im Kosten- und im Zeitplan rechtzeitig fertig werden. Und dann auch noch ohne größere Komplikationen. Haben wir in Deutschland, glaube ich, zuletzt wann gebaut? Die Mauer? Könnte hinkommen, ne? Oh je. So, und hier haben wir jetzt nochmal so als praktisches Beispiel eine Knospe und die wächst halt im Prinzip immer weiter in die Länge. Also eigentlich wird jetzt das nächste Dickenwachstum, Längenwachstum, was an diesem Zweig zu betrachten ist, dadurch stattfinden, dass die schon angelegten Zellen mit Wasser gefüllt werden und sich dann erstmal ausdehnen. So funktioniert es auch mit dem Entfalten der Blätter, die hier unter der Knospe schon drunter sind und hoffentlich bald mal rauskommen. Die sind auch schon fix und fertig angelegt. Die müssen nur noch entfaltet und aufgepumpt werden, indem da halt eben Wasser reingeleitet wird. Ne? Also da ist schon alles fix und fertig. Aber im Laufe des Wachstums kann dann eben dieses Meristem, das sich hier am Rand der Knospe befindet, also quasi unter der Knospe direkt, den Zweig weiter in die Länge ausstrecken und immer mal wieder unterwegs halt entsprechende Knospen anlegen. Und das sieht dann im Fall von einem Zweig so aus, dass wir jeweils da, wo wir eine Knospe haben, auch jeweils ein entsprechendes Meristem sitzen haben. Und wenn der Zweig länger wird, dann wächst er auch in diesem Verzweigungsmuster weiter. Das ist auch für die Baumbestimmung wichtig. Eine Knospe links, eine Knospe rechts, eine Knospe links, eine Knospe rechts und so weiter und so weiter und so weiter und immer so weiter. So, und wenn man jetzt den Zweig lang zurückgeht, dann wird der Zweig wird dann irgendwann zum Ast, indem er entsprechend dicker wird, weil sich ja unter der Rinde eben das Cambium befindet, was ein Dickenwachstum ermöglicht. Und da hinten im Stamm befindet sich natürlich auch nochmal ein Cambium und auch das ermöglicht ein Dickenwachstum und der Baum wird dicker. Gleichzeitig wachsen die Äste weiter, wächst die Spitze weiter. Ich hoffe, das hat man jetzt gesehen. Wenn nicht, ihr könnt euch hoffentlich denken, wo die Spitze vom Baum sitzt. So, und jetzt kommt bestimmt der ein oder andere Klugscheißer und weist darauf hin, dass ja Nicht-Holzpflanzen auch im Laufe ihres Lebens dicker werden. Ne? Ja, stimmt, tun sie. Und das liegt schlicht und ergreifend nur daran, weshalb auch Blätter in Knospen sich aufpusten können. In den Stängel einer Nicht-Holzpflanze wird im Laufe ihres Lebens einfach so viel Wasser eingelagert, dass die nochmal in die Dicke aufquillt. Da wachsen aber keine neuen Zellen dazu. Das sind vorhandene Zellen, die mit Wasser gefüllt werden und demzufolge dicker werden. Das ist auch schon alles. Die kann nur so lange in die Dicke wachsen, wie sie aufquellen kann. Zusätzliche Zellen außen anlegen ist nicht möglich.
Deswegen sind die Bäume der Vorzeit, die noch keine höhere Pflanze mit sekundärem Deckenwachstum waren, überaus raffinierte Mechanismen, wie man, obwohl man nicht in die Dicke wachsen kann, trotzdem in die Dicke gewachsen ist. Ist wahnsinnig faszinierend, ist ein eigenes Video, sprengt jetzt hier definitiv den Rahmen, aber ich fand das unglaublich spannend, als ich das zum ersten Mal begriffen habe, wie die das damals eigentlich gemacht haben. Okay, egal, machen wir weiter. Ich gehe mich kurz hinhocken. Folgendes. Jetzt haben wir die Grenzen. Also jetzt haben wir erklärt, wie das Wachstum vonstatten geht. Was wir jetzt machen müssen, ist die Grenzen des Wachstums festmachen. Und da haben jeweils Höhen- und Längenwachstum beide eigene Faktoren, die eben die Grenze entsprechend bestimmen. Wobei man sagen muss, im Grunde ist die Ursache bei beiden dasselbe. So, nämlich im Prinzip liegt es am Wasser. So, nämlich gucken wir uns erstmal das Höhenwachstum an. Wie hoch kann eine Pflanze maximal werden? Man weiß es nicht hundertprozentig genau. Da sind die Kollegen teilweise noch so ein bisschen am Rumrätseln. Praktisch gehen wir davon aus, mindestens 115 Meter, maximal 130. Irgendwo da dazwischen liegt die technisch realisierbare Maximalhöhe beim aktuellen Stand des Lebens, bis die Evolution was erfindet, das unter Umständen noch höheres Baumwachstum ermöglicht. Das hängt übrigens auch mit der Atmosphäre zusammen. Hätten wir eine andere atmosphärische Zusammensetzung, wären wir zum Beispiel auf dem Mars, dann wäre in einer anderen Höhe stattfindendes Baumwachstum theoretisch möglich, davon abgesehen, dass auf dem Mars kein Baumwachstum möglich ist, aber nur, wenn es jetzt auf die Wasserleitung quasi ankommen würde. Ne? So, und warum eben diese maximal 130 Meter? Weil im Baum, im Holzteil des Baums, nicht im Rindenteil, also innerhalb des Kambiumrings im Holz, in der äußeren Holzschicht, wie dick genau, wie viel äußere Holzschicht, das ist individuell unterschiedlich, aber zumindest in der tendenziell eher äußeren Holzschicht, nicht mittendrin im Stamm, da nicht im Regelfall, da mag es auch nochmal Ausnahmen geben, Biologie, die Wissenschaft und Ausnahmen sage ich in jedem dritten Video. Jedenfalls normalerweise in der äußeren Holzschicht befinden sich, in der inneren Holzschicht befinden die sich auch, aber die funktionieren nicht mehr, nämlich lauter Röhren im Holz. Die sogenannten, ich nenne sie jetzt einfach mal Gefäße. Man unterscheidet da zwischen Nadelbaum und Laubbaum, aber im Prinzip sind das Wasserleitungen. Also ganz dünne Strohhalmchen und das Holz, wenn man sich es unter der Lupe anguckt, unter der sehr, sehr starken Lupe, beziehungsweise ab dem Lichtmikroskop ist das dann schön zu sehen bei manchen Baumarten, hat so kleine Löchlein. Wenn man einen Querschnitt macht, den schön poliert, dann erkennt man da so ganz, ganz kleine Löchlein. Besonders bei der Eiche kann man das wirklich sehr gut sehen, auch mit bloßem Auge, weil die enorm große Gefäße aufweist. So. Und das sind die Wasserleitungen. Die gehen von der Wurzel bis rauf in die Krone, bis zum allerhöchsten Punkt durch den ganzen Baum, weil der ganze Baum mit Wasser versorgt werden muss. So, und so eine Wasserschnur, die jetzt im Boden beginnt und dann nach 130 Meter hoch soll, kann aus physikalischen Gründen nur maximal 130 Meter hoch werden, weil, ganz einfach formuliert, so eine Wasserschnur wiegt was. Und der Sogdruck, der sie nach oben zieht, der nämlich dadurch entsteht, dass im Wasser mehr Boden vorhanden ist als oben in der Luft. Das heißt, wir haben ein Konzentrationsgefälle, was diesen Sogdruck da erzeugt. Der kann durchaus 10 Bar betragen, je nach Situation. Bei sehr alten Bäumen und bei sehr hoher Höhe nimmt er aber immer mehr ab. Und irgendwann wird er dann so gering, dann sind wir im 0,Bar-Bereich, dass er halt irgendwann so gering wird, dass der Wasserfaden abreißt. Weil an dem zieht ja auch noch die Schwerkraft. Je höher der Wasserfaden kommt, desto mehr reißt entsprechend die Schwerkraft dran. Und der Druck kann nicht noch höher werden, weil das Gefälle zwischen viel Wasser im Boden und wenig Wasser in der Luft halt auch eben endlich ist. Und damit ergibt sich dann die physikalisch bedingte, ganz einfach erklärt, wie gesagt, maximale Baumhöhe. Also da, in dieser Hinsicht, wächst er sich nicht tot. Das kann nicht passieren. Zu hoch werden, also es kann sekundär passieren. Wenn das Ding immer höher wird und immer höher und immer höher und immer höher, wird er immer anfälliger und immer anfälliger für Stürme. So gesehen kann man also auch in diesem Zusammenhang sagen, der wächst sich tot, weil er immer weiter in den Wind hoch wächst und irgendwann von einem stärkeren Wind, egal wie mächtig und kräftig der Baum geworden ist, wird er dann halt umgeschmissen, einfach wegen seiner enormen Höhe. Da kann dann meistens das Durchmesserwachstum
was notwendig ist, um so einen hohen Baum stabil zu halten, dann halt irgendwann nicht mehr mithalten. Auch der Schutz durch die nebendran stehenden Bäume, die als Bestand im Wind schwanken und sich quasi gegenseitig ein bisschen abstützen können, deren Hilfe geht ja auch irgendwann verloren, wenn unser super hoher Baum deutlich über die hinausragt, weil er aus irgendwelchen Gründen noch höher gewachsen ist. Ja, und also darauf kann man schon sagen, man kann sich mit dem Höhenwachstum totwachsen als Baum, aber nur sekundär. Man stirbt ansonsten nicht durch Organversagen, wenn man immer höher wird. Irgendwann ist einfach die Grenze erreicht, was mit der entsprechenden Wasserverfügbarkeit erreichbar ist an Höhe, und dann wächst er einfach nicht weiter in die Höhe. Da hört er dann einfach auf. Daran stirbt er nicht. Das ist kein Problem. Er kann ja noch weiter in die Dicke wachsen. Ein Baum muss immer wachsen. Es ist nicht erforderlich, dass er immer in die Höhe wachsen muss. Das ist oft aus Konkurrenzgründen ratsam, weil er anderen Bäumen davon wachsen muss und der krautigen Vegetation, die von unten nachrückt, davon wachsen muss, um immer schön möglichst weit oben im Licht zu stehen. Aber zwingend erforderlich ist es nicht, so im Sinne von Organversagen. So, und jetzt gucken wir uns das Dickenwachstum genauer an. Wie dick kann denn so ein Baum maximal werden? Und da weiß man es nicht. Es ist noch keine Grenze festgestellt worden. Im Grunde können die unendlich dick werden. Im Grunde, ne? Aber vorher stirbt da eben an meistens irgendwas anderem. Weil das Problem ist die Masse. Eine Pflanze mit der Masse XY hat einen Anteil von so und so viel lebendigen Zellen. Ne? Das sind längst nicht alle Zellen in der Pflanze, die lebendig sind. Denn, das muss man wissen, eine Pflanze arbeitet so, dass sie ihr Holz nach innen nach und nach absterben lässt. Warum? Naja, erstens, in dieses tote Holz kann sie dann einen Haufen sogenannte Extraktstoffe einlagern, unsere Holzpflanze. Und die sorgen erstmal dafür, dass das Holz im Inneren vom Stamm so gut wie kaum noch von irgendeinem Organismus abgebaut werden kann, weil es unglaublich chemisch geschützt ist, sagen wir es mal so. Ne? Einfach, da sind so Bitterstoffe drin, Stoffe, die den Abbau, die das Verdauen verhindern, die gegen Säuren, die gegen sonst was helfen, die gegen alles Mögliche helfen. All so ein Zeug ist im inneren Stamm dann irgendwann eingelagert. Und sobald das drin ist, da quasi reingepumpt wurde, so Schicht für Schicht, immer weiter nach außen, immer wieder eine neue Schicht anlegen, sobald das drin ist, stirbt dieses Stück Holz sozusagen ab. Das ist dann totes Holz, so wie wir es uns an die Wand kleben, uns einen Balken draus bauen und was auch immer. Genauso ist es auch, wenn es innen im lebenden Baum hockt. Nur die äußere Schicht des Baums, die äußere Holzschicht, das Kambium und die Rinde, die innere Rinde, die sind alle lebendig und der Rest ist eben totes Material. So, und warum? Um Energie zu sparen. Jede lebende Zelle muss unterhalten werden, hat einen Stoffwechsel und braucht Energie in Form von Zucker. So, jetzt ist eine Pflanze zwar in der Lage, den aus der Luft und aus Wasser, aus dem Nichts sozusagen herzustellen, ne, Photosynthese, aber die hat da trotzdem nicht unendlich viel von. Und um eben Ressourcen zu sparen und um auch noch eben Ressourcen übrig zu haben, um weiter zu wachsen, sie braucht ja den Zucker für beides. Sogenannte Unterhaltsatmung, also sprich, halte die Zellen, die du hast, am Leben, versorg die durchgehend mit Zucker. Zweitens, Wachstumsatmung, du bist ein Baum, du musst wachsen und da verteilen sich jetzt irgendwo die Ressourcen. Und dann gibt es noch so sekundäre Sachen, die auch noch wichtig sind, die aber jetzt nicht zwingend erforderlich sind. Die kann man also mal ein Jahr ausfallen lassen, ohne zu sterben, unter Umständen. Man geht dann ein Risiko ein, aber es ist nicht absolut lebensnotwendig. Nämlich zum Beispiel die Abwehr gegen Schädlinge. Ne? Also irgendwelche Gifte oder Ähnliches muss ja auch aus dem Photosyntheseprodukt im sogenannten Sekundärstoffwechsel produziert werden. Auch die ganzen Medikamente, die wir aus Pflanzen gewinnen, das sind alles Sekundärmetabolite, also Sachen, die aus dem Sekundärstoffwechsel hervorgegangen sind und für die Pflanze eben auch irgendeinen Schutzzweck gegen irgendeinen Fressfeind im Regelfall haben. Oder es ist ein Kommunikationshormon oder was auch immer. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Aber primär müssen zwei Sachen aus der Gesamtzuckerproduktion, aus der Photosynthese erstmal erfüllt sein. Nämlich, man muss atmen, also die Zellen am Leben erhalten. Atmung nennt man das. Auch bei Pflanzen ist nichts anderes. Und
Zweitens muss man immer wachsen. Wenn da noch was übrig ist, nachdem die beiden Sachen geklärt sind, dann kann man noch Gifte einlagern oder Früchte produzieren. Das muss man ja natürlich auch noch irgendwann mal machen, wenn man als Art erfolgreich sein möchte. Als Individuum ist nicht notwendig, für den Arterhalt irgendwann dann ja schon, dass man da Reproduktion betreibt als Pflanze. So, das ist das zentrale Problem übrigens jetzt auch. Die Ressourcenallokation, das Verteilen des Produktes der Photosynthese auf die einzelnen Anforderungen, die man als Fabrikpflanze, man kann sich das ungefähr so vorstellen, ebenso hat. Und da gehört halt eben das Dickenwachstum dazu. So, warum? Warum kann jetzt die Pflanze nicht sagen, ich bin dick genug, ich höre jetzt auf, in die Dicke zu wachsen, brauche ich nicht mehr. Ich kümmere mich lieber um die Zellen, die ich habe, dass die schön versorgt sind und produziere einen Haufen Gifte, damit mich keiner anknabbert. So. Das geht eben nicht. Sollte man ja eigentlich denken, warum eigentlich nicht? So, und das liegt daran, dass die besagten Wasserleitungen für das Triebwachstum oben, für das Längenwachstum, die sind nur begrenzt haltbar. Weil dieser Wasserfaden, der da drin sitzt, der reißt irgendwann ab. Irgendwann reißt der ab. Der unterliegt ja der Reibung, dass das Wasser da ständig hochläuft. Und dann kann irgendwann mal irgendwas schief gehen. Beispielsweise die Zelle, in der das Ganze passiert, diese Gefäße, das sind ja Holzzellen, die kriegt aus irgendwelchen Gründen ein Loch, weil zum Beispiel irgendein Käfer ins Holz eingedrungen ist und bohrt da jetzt rein. So, und in dem Moment, wo das Ding ein Loch hat, tritt da ein bisschen Wasser raus, ein bisschen Luft dringt ein und wir haben eine Embolie. Ne? Das ist auch bei uns in den Blutbahnen nicht gut, wenn da in irgendeiner Form eine Luftblase eindringt. Und das ist beim Baum eben auch nicht gut, weil diese eine Wasserleitung, dieses eine Gefäß von seiner maximal 130 Meter Länge ist dann kaputt. Das ist nicht reparabel. Die Evolution hat da noch nichts erfunden, beziehungsweise noch nichts gefunden oder nichts hat sich durchgesetzt, um es genauer auszudrücken, dass das reparieren kann. Ist einmal eine Embolie eingetreten, ist das Gefäß futsch. Das ist dann noch Holz, das zur Festigung des Baumes dient. Das sorgt dafür, dass der nicht so schnell umkippt. Das gibt ihm einen schönen stabilen Stamm. Aber die Funktion der Wasserleitung ist vorbei. So, und deswegen habe ich auch gesagt, die Wasserleitung findet im äußeren Bereich des Stammes im jungen Holz statt. Weil im jungen Holz sind die Wasserfäden noch nicht so alt. Und wenn die noch nicht so alt sind, ist die Chance, dass sie noch ganz sind, relativ groß. Sind sie aber sehr, sehr, sehr alt im Inneren des Stamms, meinetwegen bei einem 1000-jährigen Baum jetzt, da wirst du keinen intakten Wasserfaden mehr finden. Die halten halt einfach nicht 1000 Jahre. Das ist halt einfach so. Da gibt es jetzt verschiedene Gründe, müssen wir jetzt auch nicht so ausführlich diskutieren. Irgendwann sind die kaputt. So. Jetzt haben wir aber gesagt, wir brauchen ja für unsere lebende Biomasse unseres Baumes immer eine gewisse Photosyntheseleistung, um die lebende Biomasse zu versorgen. Deswegen müssen wir immer eine gewisse Menge Wasser oben in die Blätter transportieren, um diese gewisse Photosyntheseleistung zu erbringen. Wenn wir wachsen, haben wir aufgrund unseres Stammumfangs allein schon viel mehr Kambium. Wir haben immer mehr lebende Zellen. Wir brauchen immer mehr Photosyntheseleistung. Wir brauchen mehr Blätter, wir brauchen mehr Kronenprojektionsfläche, also insgesamt mehr Krone, um halt eben diese ganze große Biomasse zu versorgen. Und was noch erschwerend dazu kommt, jedes Jahr muss ja ein neuer Jahrring gebildet werden. Und warum? Na, weil die alten Wasserleitungen nicht mehr funktionieren. Und die Wasserleitungen, die nach und nach ausfallen, müssen jedes Jahr durch einen neuen Jahrring mit neuen Wasserleitungen ausgeglichen werden. Es müssen neue dazukommen, damit die alten, die fehlen, quasi ersetzt werden. Und es müssen sogar mehr werden, weil wir insgesamt wieder mehr Biomasse als Pflanze zu versorgen haben. Das funktioniert bis zu einem gewissen Grad wunderbar, dass sich das ausgleicht. Ne? Mit den neuen Leitungen, die jedes Jahr etwas mehr sind, weil jeder Jahresring, der dazukommt, ein bisschen mehr Holz enthält als der vorangegangene, weil der wird ja immer dicker. Wenn man einen Kreis, jedes Jahr einen Kreis von 1 mm an den Baum dran klatscht, ist das trotzdem jedes Jahr mehr Holz, weil der jedes Mal einen Durchmesser von 1 mm mehr hat. Ne? Und deswegen, er braucht jedes Jahr wieder ein bisschen mehr Ressourcen und wieder ein bisschen mehr und wieder ein bisschen mehr, um wieder einen neuen Jahrring zu bilden, um wieder die kaputten Gefäße entsprechend zu ersetzen. Und das geht immer so weiter. Und irgendwann wird der Jahrring, der dazukommen muss, wirklich, wirklich, wirklich groß.
So. Und das kann man dann irgendwann nur noch damit kompensieren, dass man noch mehr Holz im Inneren des Stammes irgendwie absterben lässt, damit man es nicht mehr versorgen muss mit Zucker. Damit halt eben das Bedürfnis, die lebenden Zellen zu versorgen, ein bisschen besser unter Kontrolle gerät. Außerdem, Wurzel gibt es ja auch noch. Es geht ja nicht nur um die Stammzellen, es geht ja auch um den ganzen Wurzelapparat. Der muss ja auch jedes Jahr wieder etwas größer werden, um wieder etwas mehr Wasser aufzunehmen und so weiter und so weiter. Und irgendwann ist der Punkt erreicht, an dem wird es knapp. An dem reicht die Menge an Wasser, die für die Menge an Photosynthese, für die Unterhaltsatmung erforderlich ist, gerade noch so aus. Und es ist gerade noch so viel Überschuss vorhanden, dass man gerade noch so einen dünnen neuen Jahrring quasi außen dran kleben kann, um neue Gefäße zu bauen. Passiert jetzt irgendwas Unvorhergesehenes, kommt jetzt irgendein Käfer oder sonst wie, dann hat der Baum überhaupt keine Zuckerreserven mehr, um irgendein Sekundärmetabolit zur Abwehr eines Käfers zu produzieren, zur Abwehr eines Pilzes zu produzieren, zur Abwehr von irgendwas zu produzieren. Oder es kommt zu einer größeren Trockenheit. Bei Trockenheit steigt die Saugspannung in den Gefäßen. Der Wasserfaden wird mit mehr Kraft nach oben gesogen, weil oben ist es super trocken, im Boden auch nicht viel Wasser. Der Bardruck steigt wahnsinnig an. Und dann reißen die Gefäße schneller, die Wasserfäden reißen schneller und es kommt schneller zu Embolien. Und das führt halt dazu, dass wir da noch mehr verlieren. Um das auszugleichen, hat ein junger Baum noch reichlich Reserven, ist überhaupt kein Problem. Der produziert sowieso pro Jahr viel mehr, als ihm kaputt gehen. Also Produktionsüberschuss, ne? Ist überhaupt kein Problem bei einem jungen Baum, im Regelfall. Wenn es halt kein Extremereignis ist, dann schafft er das noch locker. Aber je weniger dick die Reserve ist, der Reservezucker sozusagen, um Notfälle auszugleichen, je weniger da zur Verfügung steht bei einem alten Baum, desto schwieriger wird's. Und das Risiko, dass dann irgendwann irgendein unangenehmer Zustand für den Baum dazu führt, dass er stirbt, steigt und steigt und steigt und steigt. Und daran stirbt er dann letztendlich. Also, es ist im Grunde so, wenn es keinerlei äußere Einflüsse gäbe, wenn die Pflanze wirklich immer nur wachsen und Unterhaltsatmung bezahlen müsste, und es wirklich völlig wurscht wäre, dass sie immer schwächer wird und immer anfälliger für irgendwelche Krankheiten und irgendwelche Käfer und auch aufgrund ihrer Riesendimension immer anfälliger für Windwurf, wenn das alles keine Rolle spielen würde, dann weiß man nicht, ob vielleicht eventuell ein Baum nicht sogar unsterblich sein könnte. Weil man einfach sich nicht vorstellen kann und es nicht Modelle gibt, die das so genau berechnen, was wäre in einer perfekten Umwelt mit optimaler Ressourcenversorgung, mit optimaler Wasserversorgung und so weiter und so fort, die nie eben schwächelt, wo immer genug da ist, könnte da ein Baum nicht theoretisch unendlich alt werden. Ja, ist natürlich nur ein Gedankenexperiment, sowas gibt's ja nicht. Aber ja, theoretisch schon. Das ist so das Hauptproblem. Der Ressourcenmangel, der Notfallausgleich-Ressourcenmangel, der bringt ihn irgendwann zu Fall, wenn der super alt ist. So, und jetzt ist es so, warum werden manche Bäume super alt und andere nicht? Da gibt es einen kausalen Zusammenhang, also man vermutet zumindest schwer, dass es sich um einen kausalen Zusammenhang handelt. Nämlich, je langsamer der Baum wächst, je weniger Photosyntheserate der per se hat, je besser angepasst der gegen Trockenheit ist, desto älter wird er. Und die Frage ergab sich ja aus meinem Wacholder-Video. Der Wacholder ist ja ein unendlich langsam wachsendes Gehölz, also vergleichsweise. Und ja, demzufolge wird der auch super, super, super alt. Gucken wir uns irgendein super schnell wachsendes Gehölz an, allen voran zum Beispiel die Pappel. Die Pappel ist somit das schnell wachsende Gehölz, was wir hier in der Gegend haben, zusammen mit Weide und ja, Robinien in Anführungszeichen, nur unter bestimmten Bedingungen. Die Pappel mit 80 Jahren kannst du die umsägen und dann hat sie wahrscheinlich schon den Pilz drin. 100 wird die vielleicht noch. Alles, was über 100 wird, ist schon eine extrem alte
Pappel. Also so eine Pappel, die macht es nicht lange. Die kann auch noch mal älter werden, ja. Aber trotzdem, weil die so super schnell wächst, ist die auch relativ schnell wieder weg. Da gibt es also wirklich einen ganz deutlichen Zusammenhang innerhalb der Baumarten. Je schneller, desto schneller wieder weg, sozusagen. Man könnte das, ich finde, das hat schon was Philosophisches. Wenn du schneller lebst, bist du schneller wieder weg. Ja, da kann man jetzt theoretisch, kann man an dieser Stelle ein bisschen rumphilosophieren, ne? So nach dem Motto, Arbeit, 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 Party, 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 Arbeit, Party, Arbeit, noch mehr Party, noch mehr Arbeit. Und dazwischen nie im Wald spazieren gehen. Da bist du schneller weg, als derjenige, der davon lebt, im Wald spazieren zu gehen, was nicht möglich ist. Aber, ne? Also, hier ist nur meine Meinung und ich will jetzt nicht zu viel rumphilosophieren. Die wesentliche Frage haben wir, glaube ich, geklärt. Ne? In diesem Sinne, machtet es gut und endlich mal wieder ein Video aus dem Stegreif. Die mache ich am liebsten, die machen am wenigsten Arbeit. Also, machtet es gut, bis zum nächsten Mal.